Guten Morgen, liebe himmlische Vater, im Namen Jesu, komme ich nach dir und ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich bete, dass dein Heiliger Geist uns ganz klar, dass dein Wort sagt, was du von uns haben musst. Herr, wir wählen die Herrsche, ja, von uns dort in der Kraft, im Namen Jesu. Amen. Vers 45 von Matthäus 24. Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter, fragte Jesus die Jünger. Sein Herr hat ihm die Verantwortung für alle Mitarbeiter übertragen. Er soll sie zu jeder Zeit mit allem Nötigen versorgen. Dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihn bei der Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. So wird es Jesus in Philippi hier. Jesus erklärt uns, dass wir Verwalter sind. Wir sind Verwalter über alles, was er uns anvertraut hat. Also wie man verstehen und dort redet jemand, dort wird viele denken, das meint, alles das habe ich. Das ist mein Geld, das ist mein Land, das ist mein Leben. Alles bleibe ich als uns. Und in Wirklichkeit sagt Gott uns klar, wir sind Verwalter von dort, was Gott uns für eine Zeit anvertraut hat. Und er wird nachher von alles, was wir haben, sogar von jeder Wut, was wir geredet haben, von uns Rechenschaft verlangen. Wir sind für Gott geschaffen, sagt die Bibel, der Verherrlichung seines Namens. Das sage ich euch, einen zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Also wir sind nicht Ehendämmer, sondern wir sind Verwalter von alles, was Gott gehört. Und wenn wir nicht nur Gott froh, dann wollen wir nicht weiter. So dass Jeff nicht was schwandert, aus dem Verwalter angestellt habe, was nicht das, was du haben musst. Was nach seinem einen Eich entscheidet. Und die nicht fragt, und das nicht so deine Wahl, als du das haben musst. Wer der Arbeiter gehört hat, der weiß, dass er sich dort sperrt. Und wie soll er wörtlich Gottes Sachen und Gottes Wille verwalten? Und dort brücken wir Gemeinschaft mit Gott. So, wenn wir da bloß noch an zum Gutdenken denken und Gott nicht fragen, dann wollen wir ein schlechter Verwalter sein. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach, was dauert, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt. Und er fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen und Trinkgelage zu veranstalten. Dann wird die Rückkehr seines Herrn ihm völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo es nur Weinen und ohnmächtiges Jammern gibt. Also ich glaube, was wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir in diesem Leben Verwalter sind und dort, was Gott in uns eingeleitet hat. Das Erste, was wir richtig verwalten müssen, ist unser Innenleben, unsere Seele. Das ist das ganz Wichtigste. Gott hat uns die Verwaltung gegeben über unsere Familie. Gott hat uns Verwaltung gegeben, auch über die irdische Sache, was er uns anvertraut hat. Wir sind nicht Ehendämmer. Wir sind Verwalter. Wir sind für Gott verantwortlich. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir alle Sachen Gott fragen. Und dass wir uns nur der Rechtlinie von seinem Wort rechten, dann wollen wir richtig kommen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich bete, dass du uns nie das Bewusstsein erhebst,
dort nicht mal ans Leben ans Salz hielt. Wie sind für die geschaffen. Herren, dort wie wertlich das Geld für Walter sind. Wort die fragt und wort nach denen ballen, alles utrechtet hat, dort die die über ans Freie kann zum Nummer Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.